Also Freunde, ich habe mir da etwas überlegt. Und zwar, ich würde gerne so ein Reaction-Video über mein eigenes Video gerne machen. Und zwar betrifft das das Video RideSafe. Erstens einmal, das Video hat über 57.000 Aufrufe und das macht mich eigentlich schon, doch schon stolz. Ich habe das Video damals zu einem Zeitpunkt gemacht. Ja, da sind doch einige Unfälle passiert und auch in meinem näheren Umfeld auch Schlimmeres. Und ich war zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch kurz davor, dass ich damit aufhöre. Das muss man sich mal vorstellen. Das Video ist sogar bei Fahrschulen gezeigt worden, beziehungsweise bei der Polizei. Ja, das war schon eine tolle Sache. Also das Video ist ja bei Gasgang richtig durch die Decke gegangen. Über 470.000 haben das Video gesehen. Vielen lieben Dank an die Zuseher von Gaskrank und natürlich auch an dich, Klaus. Dankeschön für deinen Support. Natürlich auch den ganzen anderen, die was bei dem Video mitgewirkt haben. Vor allem Alexander, der hat ja seine Stimme dafür hergegeben. Zu diesem Zeitpunkt war es jetzt so, dass echt viel passiert ist. Wir werden jetzt einfach mal reinschauen. Wie gefällt euch eigentlich mein Intro? Das war bei mir zu Hause. Wir haben das nicht gegessen, das war rein für das Video. Ja, das war schon sehr, sehr aufwendig, das Video. Aber super. Ja, da war es noch ziemlich kalt. Ich glaube 5 Grad oder 10 Grad, mehr war da nicht. Schönes Bike. Das ist übrigens der Helm da. Ja, in meiner Garage. Also in der Garage haben wir die gemacht. Das sind übrigens auch die gleichen Sturzpads, was ich jetzt bei der neuen oben habe. Das, was wir da unten hingeschrieben haben, das war zu dem damaligen Zeitpunkt aktuelle Zahlen. Italien. Italien ist schon schön. Wunderschön. Ja, den Andreas, den habe ich erst vor 2 Tagen gesehen beim Einkaufen. Grüße an dich, Brudi. Ja, das war die HP4 vom Stefan. Leider lebt sie nicht mehr. Alexander mit seiner R6, bevor er die Triumph gehabt hat. Das sind schon tolle Aufnahmen, ja. Das war übrigens, wo ich mit der Aprilia das erste Mal unter 2.10 gefahren bin. Aber ich hatte den Transponder von einem Freund oben, der ist nicht ganz hundertprozentig genau gewesen. 2.10, 9 irgendwas habe ich gehabt, oder? Der ist aber nicht, hat aber nicht genau funktioniert, der war 3/10 langsam. Und mit der offiziellen Zeitnahme war ich auf 2.10.0 irgendwas. Aber ich habe es geschafft, im Nachhinein mich um eine Sekunde zu verbessern. Also sprich, ich war nachher auf 2.9.08, glaube ich. Ja, sowas. Ach Gott, und Freunde, es tut mir heute noch leid. Das alles ist ein schmaler Grat. Wir sind eine Gemeinschaft. Ja, hat sich Basi doch wehgetan. Einander vertraut. Grüße an dich, Basi. Jedes Mal aufs Neue. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn jeder gesund nach Hause kommt. Ich habe mir hier übrigens auch wehgetan. Der Unterschied vom Autofahrer zum Biker ist, dass der Autofahrer von A nach B kommen will. Unser Ziel ist der Helm. Das ist übrigens der Helm, genau. Ist eines der schönsten Gefühle. Oh, und hier. Aber was? Hier. Wenn dieses Adrenalin. Hier sieht man es. Ich habe genau, also wie ich mich abgerollt habe und die Hand, da haben wir das Kernbein gebrochen. Ich habe aber nicht nur das Kernbein gebrochen, sondern ich bin mit dem Oberkörper, also mit der Brust, auf das Windschild raufgefallen. Boah, das hat schon mal weh dann, oder? Es waren die Rippen, also Rippen waren geprellt, die rechte Hand war gebrochen, die linke Hand war geprellt, meine Füße waren geprellt und Freunde, ich habe so Jeans mit Knöpfen. Ich habe nicht mal die Hose aufmachen können.
Freunde, das waren harte 3 Monate. Das letzte ist, dass du spürst. Rückgängig kann man nichts machen. Außerdem bist du nicht der Einzige, dem etwas. Das sind übrigens auch alle Aufnahmen von Freunden. Was stell dir vor, du hast einen Unfall und dein Partner oder überhaupt ein anderer Fahrzeuglenker wird durch dich verletzt. Könntest du mit diesen Schuldgefühlen leben? Das ist übrigens der Felix gewesen, auch ein guter Motorfahrer, ist übrigens auch Polizist. Jeden Moment kann ein anderer Fahrzeuglenker ein Freund von mir, einen Fehler machen, ja, mit der, einer alten der dich R6, das Leben kosten kann. Die war nachher nicht mehr zu retten. Willst du alles zurücklassen, was dir lieb ist? Deine Freunde, deine Familie. Es war schon sehr, sehr aufwendig, das Video zu machen, aber es hat sich, wie ich finde, doch gelohnt. Willst du alles aufgeben, nur um einmal deinen Adrenalinspiegel zu erhöhen? Doch. Pass auf dich auf. Ja. Ich kann auch nur noch mal sagen, ride safe, passt auf euch auf, Freunde.